Wir kommen jetzt zu Let's Talk Participation. Wir hatten es gerade schon, oft wird leider mehr über Studierende gesprochen als mit ihnen. Und dann ist es so, dass es eine Podiumsdiskussion gibt und da sitzt dann eine Studentin, die stellvertretend für die komplette Studierendenschaft sprechen soll. Unabhängig davon, was sie jetzt eigentlich studiert, große Uni, kleine Stadt. Welche Art der Hochschule und so weiter. Und das ist natürlich nicht optimal. Das ist klar. Deswegen soll es bei Let's Talk Participation anders laufen, weil hier diskutieren ausschließlich Studierende miteinander. Es geht um die Themen, wie hat sich Partizipation in den letzten zwei Jahren verändert? Also durch Corona. Was sind denn jetzt die großen Hürden? Was waren sie vorher? Wie sehen Lösungen aus? Und wie sehen vor allem nachhaltige Lösungen aus? Und dazu hören wir jetzt einen Impulsvortrag von Kevin Saukel. Er war Teil des Digital Changemaker-Jahrgangs 2020 und studiert zurzeit Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und Wirtschaftsinformatik an der Technischen Schule Mittelhessen. Ich räume jetzt meinen Platz und übergebe an dich, und im Anschluss wird die Diskussion übernommen von Leonie Ackermann. Vielen Dank. Könnt ihr die Präsentation noch umschalten? Okay, fangen wir mit der Folie an. Dann starten wir mal mit einem Rundumschlag über das Problem Studierendenpartizipation an Hochschulen. Wir können es mal ganz praktisch auch machen. Zeit und Geld. Wenn der Klicker funktionieren würde. Ich hatte ein Delay. Okay, machen wir es praktisch. Zeit und Geld. Hier ist eine Statistik tatsächlich. Ein Drittel der Studierenden sind aktuell laut dem Statistischen Bundesamt erwerbstätig, während zwei Drittel entweder Unterstützung durch Angehörige erhalten oder BAföG beziehen. Der Anteil an BAföG-Beziehenden geht übrigens in den letzten Jahren zurück. Wir haben also aktuell eine Situation, in der die Studierenden mehrheitlich weniger als 1.000 Euro zum Leben zur Verfügung haben und gleichzeitig die Preise für den Lebensunterhalt erschreckend hoch sind, wie die Mietpreise in den Großstädten gut zeigen. Rechnen wir es also mal durch. Max, 21 Jahre alt, studiert Chemie in Hamburg, arbeitet 19,5 Stunden als studentische Hilfskraft in der Universität, A 12 Euro die Stunde. Einnahmen betragen somit knapp 920 Euro netto. Der BAföG-Höchstsatz liegt übrigens bei 934 Euro. Und er kriegt noch Kindergeld, weil das eben auch seine erste Ausbildung ist. Und auf der Ausgabenseite stehen dem entgegen die Zahlen der Sozialerhebung, der 21. Sozialerhebung 2016 und aktuelle Ausgaben für Miet- und Krankenversicherungsbeiträge. Somit haben wir eigentlich rein rechnerisch gesehen einen Überschuss von circa 20 Euro. Sozialerhebung 2016, hier mal der Verbraucherpreisindex. Okay, ich mache das ohne Präsentation, das klappt anscheinend nicht ganz gut. Genau, Sozialerhebung 2016, wenn man die Inflation dazu nimmt, dann bedeutet das, dass Studierende eigentlich aktuell im Minus sind. Das heißt, man hat eigentlich keinen Überschuss mehr und damit liegt man eigentlich im Minus und kann seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Wenn wir zum Zeitfaktor kommen, ich glaube, alle oder viele von euch sind auch Bachelorstudierende oder Masterstudierende. Bachelorstudiengänge haben in der Regel eine Gesamtmenge von 180 ECTS-Punkten. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester, pro Semester sind es also 30 ECTS-Punkte. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei 25 bis 30 Stunden Arbeitszeit, nehmen wir für die Berechnung mal 27,5 Stunden. So Vollzeitstudium dauert nach der Berechnung also 137,5 Stunden im Monat, wenn man das in Regelstudienzeit durchführen möchte. Nette Informationen, Vollzeitjob hat ca. 174 Stunden im Monat und wenn man tatsächlich jetzt noch die Arbeitszeit von Max mit dazu nimmt, arbeitet er theoretisch 225 Stunden im Monat, also knapp 130%. Nette Informationen, es gibt noch andere Aspekte im Leben, beispielsweise Care-Arbeit, Sozialleben, Treffen mit Freunden, einfach auch mal zur Ruhe kommen und zu chillen, sportliche Aktivitäten, Kochen, den ganzen bürokratischen Kram im Leben, Hobby und ja, vielleicht auch Partnerschaften oder Lebensgefährtinnen und Liebe. All das gehört auch noch zum Leben dazu und muss auch noch berücksichtigt werden. Und dann kommt ausgerechnet noch eine Pandemie.
Mental Health, Studienabbrüche, beruflicher Druck, Einkommensverluste, Kündigungen, Sozialisolation, Krankheit, Zukunftsängste. Ich sag's mal so, wenn die Grundvoraussetzungen für Partizipation eigentlich nicht stimmen, dann kann Partizipation auch nicht erfolgen. Allein die Faktoren Geld und Zeit wirken sich fundamental darauf aus, ob Partizipation überhaupt möglich ist. Wir können weiterhin natürlich Studierende fragen, ob sie on top von Geld, Zeit und anderen Verpflichtungen und Tätigkeiten sich dann noch in ihrer Freizeit betätigen, aber das ist schon manchmal dann auch selbstausbeutend. Dazu kommen dann auch die anderen Hürden dazu. Das Fehlen von Begegnungs- und Entwicklungsräumen während der Pandemie, die wissenschaftliche Autorität, wir sprechen immer noch mit Professoren und arbeiten teilweise auch mit ihnen. Und dementsprechend können sie, da sie auch länger im System sind, so argumentieren. Und dazu kommt auch noch der Aufwand, um sich tatsächlich in ein Thema einzulesen. Ich habe mal die IT-Compliance-Richtlinie in einer Universität durchgearbeitet, eine Diskursanalyse angeschaut oder auch unzählige Verordnungen zu Gremien im Blick gehabt. Sich in diese Themenfelder einzuarbeiten, bedeutet lange Stunden damit zu verbringen, die Sachen auch durchzuarbeiten und zu erfassen, um auf Augenhöhe teilnehmen zu können. Und der letzte Punkt, Netzwerk und Ressourcen. Kontakte, Netzwerke, Personen, so einfach ist der Zugang zu diesen Sachen nicht. Du musst eigentlich erstmal Teil des Netzwerks sein oder das Netzwerk kennen, um dich darin beteiligen zu können. Wir könnten jetzt jedes diese Themenfelder vertiefen, aber ich komme zum Schluss und formuliere daraus mal ein paar Thesen, auch für die Diskussion hier, die ich auch tatsächlich vom Thesenpapier 2025 nehme. Und würde das mal ganz praktisch machen. Also entweder wir setzen die dänische Ausbildungsförderung um, 809 € pro Monat für Studierende, wenn du studierst. Oder die Abschaffung des Verwaltungskostenbeitrages, Senkung des Semesterbeitrags, beispielsweise durch das 9-Euro-Ticket, Anhebung von studentischen Löhnen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und, sodass tatsächlich Studierende eine finanzielle Erlastung erhalten. Und ja, vielleicht müssen auch Hochschulen auch einfach mal ehrenamtliches Engagement in und außerhalb von Studium durch Anerkennungsstrukturen fördern. Es ist ja eigentlich nicht so schwierig, darüber nachzudenken, dass Studierende für gewisse ehrenamtliche Tätigkeiten zu vergüten oder das sogar als Integralbestandteil eines Studiengangs zu denken. Vielleicht müssen wir auch Augenhöhe erzwingen. Was wäre also, wenn Professorinnen mit 50% der Stimmen der Studierenden eingestellt werden? Vielleicht würde die Lehre dadurch eine wichtigere Stellung bekommen und vielleicht werden wir dadurch auch stärker auf studentische Partizipation draufschauen. Schlussendlich aber auch die Diversifizierung von Lehr- und Prüfungsangeboten zur Erhöhung der Studierbarkeit, ein Pflichtanteil digitale Lehre, Investitionen und Bereitstellung von Mitteln für alternative Prüfungsangebote, um auch einfach unterschiedliche Lebensrealitäten von Studierenden zu berücksichtigen. Familie und Studium, Vereinbarkeit von Studium. Ich hoffe, die Präsentation gab jetzt genug Impulse. Schlussendlich aber der Ausbau von Forschungsaktivitäten zu Studierendenpartizipation in Hochschulen, wer sitzt eigentlich in den ganzen Studierendenparlamenten? Und in hochschulpolitischen Gremien, wer hat eigentlich die Möglichkeit, sich zu beteiligen? Alles Fragen, die meiner Meinung nach auch eine nähere Betrachtung brauchen. Und schlussendlich, und das Traurige ist tatsächlich, dass ich erst jetzt zu Partizipationsstrukturen komme, sind die Investitionen in Partizipationsstrukturen. Also Förderrichtlinien hinsichtlich studentischer Partizipation mal grundsätzlich zu konkretisieren. Also gute Partizipation bedeutet ja nicht, eine Umfrage mal auszufüllen oder nur an einem Workshop in einem dreijährigen Prozess teilzunehmen. Vielleicht auch die Förderung von selbstverwalteten studentischen Räumen oder auch ein studentischer Vizepräsident, der einfach sein Büro auch neben dem Präsidenten hat, wo Begegnung auch stattfinden kann. Und schlussendlich aber auch die Zuschüsse für Studierendenwerke zu erhöhen, um da auch soziale Sachen, sozial aufzufangen. Genau, schlussendlich bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, auf geht's, oder? So, ich weiß nicht. Ah ja, es gibt, ich glaube, kann man das gut hören? Geht das oder soll ich ein bisschen? Okay, perfekt. Hi, ich bin Leonie, ich moderiere diese Podiumsdiskussion. Ich habe hier auf der Bühne zwei wunderbare Gäste und eine wunderbare Gästin im Cyberspace und freue mich sehr auf die Diskussion. Ich denke, wir haben schon einige Impulse mitnehmen können. Ich würde jetzt meine Gäste bitten, sich einfach selbst vorzustellen, vielleicht ein bisschen zu erzählen, wie eure Verbindung zu studentischer Partizipation ist und vielleicht auch zu sagen, was ist denn in euren Augen die größte Hürde? Gibt es irgendwas, wo ihr zustimmen könnt? Funktioniert nicht? Okay. Leider ist unser Gast aus dem Cyberspace auf der Datenautobahn verloren gegangen. Aber ich habe ja trotzdem immer noch zwei wunderbare Gäste.
auf die ich sehr gespannt bin. Also gebe ich auf jeden Fall erstmal an Alina das Wort. Okay, ich hoffe, man hört mich auch hier sehr gut. Hallo, ich bin Alina Dieminger, ich studiere im 5. Semester Psychologie an der SAH Hochschule Heidelberg und bin zum Beispiel unter anderem Digital Changemaker oder auch Konrätin der Bufferter Psychologie-Fachschaftenkonferenz. Also ich habe sehr viele Kontaktpunkte mit diesen Themen. Ich glaube, vor allem die größte Hürde ist, dass vor allem die Anreize und die Motivation der Studierenden, sich überhaupt daran teilzunehmen und auch Arbeit reinzustecken, ist sehr gering, weil die Vielzahl der Hürden ist dann einfach zu groß. Und ich glaube, da spielen einfach alle Faktoren irgendwie miteinander. Also einmal, dass es auch sehr teuer ist, überhaupt zu studieren, wenn man auch noch viel arbeiten möchte oder muss, um sich das Studium überhaupt zu finanzieren. Also unter anderem kann man dann auch gar nicht mehr so viel Zeit reinstecken und am besten muss man ja eigentlich auch noch Sport machen, sich gesund ernähren, irgendwie auch ein Social Life haben. Aber es ist Arbeit, die wir reinstecken, die aber oft auch gar nicht anerkannt wird von Hochschulen. Also bedeutet, oft kann es auch vorkommen, wir arbeiten ein Konzept aus, wir wollen uns beteiligen, aber die Möglichkeit, überhaupt das zu machen, weil einfach in den Hochschulen auch noch nicht die Offenheit herrscht, ist auch weiterhin noch ein Problem. Ja, vielen Dank dir, Alina. Philipp, kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Mich kann man auch hören? Gut. Genau, ich bin Philipp O'Connick, studiere Latinistik, Rätselistik, Latein, Englisch, Lehramt an der Universität Potsdam. Bin da auch on and off und jetzt gerade wieder im AStA und Referent für Campuspolitik. War da auch schon aktiv in Studium und Lehre. Das sind so meine Passionen da. Das Interessante ist, ich hatte mir jetzt auch wieder Gedanken gemacht auf den Hinweis hin, dass ich eigentlich schon mit vielen Symptomen von diesen schlechten Bedingungen vor der Pandemie, die haben mich schon geplagt, was zum Beispiel immer dieses Problem mit Nachwuchsmangel angeht, weil ich da schon an meiner Uni selbst und auch darüber hinaus auch immer feststellen konnte, aha, wir können gerade die und die Mandate noch bedienen, aber ich sehe quasi, weil ich dann auch einfach mal auf 8 Jahre erfasst habe, wer sich da immer zur Wahl stellt, dass wir das gerade nur noch bedienen konnten, weil immer mehr Leute immer mehr Jahre diese Mandate übernehmen und das war quasi schon der Jesus. Und das war schon dieser schlimme Zustand vor der Pandemie, weshalb wir in Potsdam so eine AG Ehrenamt, wo ich auch mitwirke, eingewirkt haben, um dem entgegenzuwirken. Und das Blöde ist wohl, dass die Pandemie uns da so einen Stresstest übergeben hat, wo ich eigentlich froh sein kann, dass die Strukturen nicht komplett eingestürzt sind. Also das Fazit war quasi, dass der Nachwuchsmangel da ein großes Problem ist. Und das Problem dahinter ist das, was wir jetzt eigentlich in den Thesen gerade hatten. Das ist nämlich, dass die Bedingungen, unter denen studentisches Engagement stattfindet und stattfinden muss, diesen Test der Zeit schon vor der Pandemie nicht statthalten konnten. Und wir konnten jetzt sehen, dass durch Pandemie und jetzt auch Finanzkrise Finanzen sind jetzt noch ein stärkeres Thema geworden, das ist ganz offensichtlich, denn davor konnte ich das irgendwie noch wuppen oder konnten das andere vielleicht noch besser kompensieren und kombinieren mit ihrem Leben. Aber gerade ist es so, dass eigentlich so etliche Stellen einfach wegbrechen. Ein Fachschaftsrat kann nicht wiedergewählt werden, gewisse Stellen im AStA können gar nicht besetzt werden und umso ungesunder verteilen sich dann quasi die Aufgaben, weil die ja nicht plötzlich mal für ein paar Jahre nicht erfüllt werden können. Irgendjemand muss es übernehmen und das ist dann eigentlich eine richtig starke Herausforderung, wo ich dann nach den Jahren auch mit einem guten Gewissen sagen kann oder behaupten möchte in der Runde, dass diese Verantwortung, sich um die Studierenden zu kümmern, banal gesagt, nicht nur bei der studentischen Selbstverwaltung liegen sollten, sondern auch bei der akademischen Selbstverwaltung. Deswegen kann ich da mittlerweile ganz gut sagen, ja, studentischer Vizepräsident wäre in der Pandemie ganz gut gewesen, weil dann diese Kommunikation nicht erst hätte aufgebaut werden müssen zwischen zum Beispiel Studierendenverwaltung und Hochschulleitung. Denn dann wäre irgendjemand von uns schon automatisch im Boot gewesen. Ja, danke euch beiden auf jeden Fall für den ersten Einblick. Also wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, sagst du, Alina, es fehlen Anreize, aber auch Anerkennung. Und Philipp, du würdest sagen, dass der Nachwuchsmangel auch viel an den schlechten Bedingungen liegt, unter denen Studierende an sich leben. Aber ist dann die Antwort darauf, einfach mehr Studierende in prekäre Partizipation zu bringen? Oder wie wollen wir damit umgehen?
Also zum Beispiel bei uns in den Fachschaftssitzungen geht es einmal auch immer darum, okay, wir möchten auch Studierende haben, die sich auch engagieren und aktiv mitmachen und auch Aufgaben übernehmen. Aber es geht natürlich dann auch irgendwann auch um die Menge. Also wenn wir zum Beispiel ein Event veranstalten, ja, dann muss manchmal jemand einfach nur die Getränke auffüllen. Und das müssen halt mehrere machen, ist jetzt keine sonderlich herausfordernde Aufgabe. Bedeutet, es ist wichtig, dass viele teilnehmen, aber dass auch wirklich viele aktiv sind. Das hast du ja auch sehr, sehr schön gesagt. Durch die Corona-Pandemie ist die Motivation einfach sehr gesunken. Bedeutet, gefühlt haben 5 Studierende einer Fakultät oder sogar nur einer Hochschule alle Aufgaben und alle Gremien übernommen. Nur, dass irgendwie die Studierenden sich irgendwie in das System irgendwie noch drinbleiben und aktiv sind. Ja, die sind irgendwann auch zu Ende. Sie müssen ja eigentlich auch studieren. Die Corona-Pandemie war eine anstrengende Zeit. Und deswegen ist die Stärkung sehr, sehr wichtig, aber da ist natürlich die Frage, wie schafft man das? Und dadurch sage ich zum Beispiel unter anderem durch Anerkennung, durch Anrechnung, weil zum Beispiel natürlich wir lernen ganz, ganz viel, wenn wir solche Gremien übernehmen. Und da wäre zum Beispiel einfach eine Möglichkeit, okay, man kann sich Credits irgendwie da anrechnen lassen, kann man vielleicht sogar auch noch eine Hausarbeit irgendwie dazu schreiben, aber dass ein bisschen mehr Wertschätzung auch von der Hochschulseite kommt, weil es ist halt wirklich Arbeit, die einfach wir kostenlos auch machen, gerne machen, aber da ist halt auch so ein Geben und Nehmen. Ich wollte erst zynisch jetzt antworten, ja, wir müssen die prekäre Situation auf mehr Leute aufteilen und dann wird sie plötzlich, dann kann ich sie besser bewältigen. Aber ich würde das gleich mal aufgreifen. Wir haben heute irgendwie die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen mal kennenzulernen, um denen entgegenzukommen. Und eine der Maßnahmen ist eigentlich das mit der Anerkennung, was du schon genannt hattest. Wir werden es vielleicht auch nächste Woche sehen, wenn die Hochdruckkampagne startet und in den Hochschulen verbreitet wird. Da geht es eigentlich um Klimaneutralität, aber eine der Forderungen ist auch ein Engagementmodul, was wir auch beim Netzwerk N wiederfinden. Und einige Hochschulen haben das schon eingeführt. In Österreich ist das viel stärker zentral verbreitet. Bei uns ist es wirklich ein Leuchtturmcharakter. Und an meiner Universität wurde das gerade zu diesem Semester eingeführt. Dann findet man es erstmal ganz schlecht im Campus-Management-System. Es können nicht alle belegen etc. Das ist wirklich ein Prozess, aber das ist etwas, was ich empfehlen kann, weil wir dieses Modul vermutlich schon alleine strukturell brauchen, damit Anerkennung stattfinden kann auf dieses Modul. Kleiner Start dafür, da bin ich eigentlich auch voll dabei. Da sieht man übrigens auch mit den Vorurteilen, weil wir das richtig durchringen mussten, dass es akzeptiert wird in der Breite. Denn Engagement, das soll doch nicht begütet werden. Das soll es doch keine Belohnung geben, wie war dieses Vorurteil. Aber was du jetzt schon gesagt hast, wir sind da einfach, da müssen wir uns ein bisschen auf diese Anerkennung einlassen. Also ich bin eigentlich viel zu devot gerade. vielleicht kannst du das nochmal genau erklären. Also das Vorurteil ist sozusagen, dass wenn Studierende etwas dafür bekommen, für ihr Engagement, dass es dann nichts mehr wert ist. Ist das das, was du meinst? Genau, also ich wollte jetzt konkret, das Äquivalent wäre noch, dass es ja hier und da Aufwandsentschädigungen für Beteiligung in akademischen Gremien gibt, die eigentlich auch bloß so fast symbolischen Wert hat als Taschengeld, wo auch schon diskutiert wird, muss es das geben? Soll das erhöht werden nach 20 Jahren? Warum denn? Das ist schon eigentlich ein Symbol, diese Diskussion, die man da leider immer über Jahre dann führen muss, zeigen, dass es da ein Missverständnis gibt. Und es ist auch schwierig, über die Statusgruppen das zu kommunizieren, weil das wirklich eine Sache ist, wo ich das erstmal den anderen Statusgruppen erklären muss, dass wir Studierenden ja auch Vollzeit studieren sollen und dass dann keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir irgendwie in Fachschaftsrat, Studienkommission, Prüfungsausschuss und so weiter noch sitzen. Genau, also Alina, würdest du es auch so sehen, dass so ein Engagementmodul die beste Art wäre, da Anreize zu schaffen? Also das ist auf jeden Fall eins, was man sehr, sehr schnell machen kann, auch umsetzen kann und was halt auch nicht monetär ist. Also auch zum Beispiel ein Aspekt, wenn zum Beispiel Studierende dann auch mal eine andere Stadt reisen dürfen und auch die Studierenden vertreten, wer übernimmt die Kosten? Manchmal hat man natürlich Glück, dass eine Hochschule oder irgendein Gremium oder ein Verband sie übernimmt, aber oft bleiben auch Studierende wieder an den Kosten sitzen, weil sie sich ehrenamtlich engagieren. Natürlich ist es auch schwierig zu sagen, okay, man bekommt eine Pauschale von irgendwie, keine Ahnung, 13 Euro die Stunde. Da ist aber trotzdem einfach noch ein bisschen mehr Anerkennung wichtig und ich finde halt wirklich mit so einem, wenn man Credits bekommt, die man dann auch wirklich schön ins Zeugnis auch vielleicht legen kann und auch zum Arbeitgeber gehen kann, hat es einfach nochmal mehr Bedeutung und auch, man bekommt einfach Wertschätzung und manchmal ist es auch schöner, mehr Wertschätzung als einen feuchten Händedruck zu bekommen, also.
Ja. Oder klatschen, wollte ich gerade noch sagen. Also man könnte jetzt auch sagen, wir haben schon ein neueres Modell mit dem Engagementmodul genannt und das wäre in der Vergangenheit vielleicht an den Hochschulen eher sowas wie ein Ehrenamtspreis, Aufwandsentschädigung und Co. Ehrenamtspreise gibt es auch nicht überall und da sehen wir eigentlich auch, dass das relativ schnell versiegt und eigentlich auch nur ein Anerkennungsmechanismus ist, der aber nicht richtig kompensiert, was für Leistung wir hinein und Zeit wir einfach investieren müssen ins Engagement. Ich höre gerade, dass unser Gast, der auf der Datenautobahn verschollen war, wieder aufgetaucht ist. Marie, kannst du mich hören? Ja, das funktioniert. Super, das klappt gut jetzt. Hervorragend. Du hast vor allem verpasst, wie wir bisher über mögliche Lösungswege gesprochen haben. Aber vielleicht kannst du einfach kurz was zu dir sagen, wie deine Berührungspunkte studentischer Partizipation sind. Du kannst mich nicht hören. Ja, das tut mir leid. Sag einfach irgendwas, wir können dich hören. Ich kann euch hören, aber nicht verstehen. Vielleicht kann jemand in den Chat schreiben, dass Marie sich einfach vorstellen soll oder ansonsten. Ich soll mich vorstellen, das kann ich gerne tun. Hallo, es freut mich, dass ich jetzt auch hier bin, auch wenn ich nicht so viel verstehen kann. Ich bin Marie, ich war das letzte Jahr über im FZS-Vorstand und habe davor einige Jahre lang schon Hochschulpolitik gemacht, in Bamberg noch. Das war sowohl im Senat an der Uni Bamberg, das war in verschiedenen Referaten. Genau, und letztes Jahr über im FZS habe ich mich sehr stark mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Ich war auch Teil der Digital Changemaker. Und ich habe auch was zur Akkreditierung, Studienaufbau allgemein gemacht. Genau. Genau. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich als Moderatorin, wenn mich die Person nicht verstehen kann. Aber vielleicht kann jemand Marie fragen, was die größte Hürde für die Partizipation an für Studierende ist. Das wäre hervorragend. Anscheinend ist die größte Hürde funktionierender Sound. Aber es ist schon auch so ein bisschen dieses kannst du uns hören, hat sich ja auch schon in allgemeinen Sprachbegriffen auch so umgesetzt. Ich würde sagen, die größte Hürde für studentische Partizipation, es ist ein bisschen schwierig für mich zu sagen, was die größte Hürde ist. Ich glaube, allgemein Finanzierung und Prekarität während des Studiums ist eine super, super, super große Hürde. Ich glaube aber auch, dass der Wert und die Wichtigkeit von Hochschulpolitik oder dem Einbringen auf Universitätsebene, auf Hochschulebene, sowohl für Studierende nicht so ersichtlich wird, weil die Mitbestimmungsmöglichkeiten doch sehr eingeschränkt sind, meiner Meinung nach. Und da müsste auf jeden Fall was getan werden. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die studentische Mitbestimmung von den anderen Statusgruppen an Hochschulen zwar gerne gesehen wird, aber nicht so sehr wertgeschätzt wird und der nicht unbedingt vielleicht auch der Platz eingeräumt wird, der es wert wäre. Ja, ich finde, das ist auch noch ein guter Punkt, der noch was anderes einbringt, was ihr beide noch nicht so gesagt habt. Also ne, die Anerkennung und Ehrenamtsmodule sind wichtig. Kevin hat das auch in seiner Präsentation angesprochen, dass vielleicht Positionen wie der studentische Vizepräsident noch was sind. Aber ist die Antwort darauf, dass wir eh schon zu wenig Nachwuchs haben,
noch weitere Ämter zu schaffen? Also seht ihr da eine gewisse Gefahr darin, vielleicht Studierende, sagen wir es, also ne, das könnte man auf die Idee kommen, dass das Studierende vielleicht überlastet? Ja, ich glaube auf jeden Fall schon, bin ich ganz ehrlich. Es ist auf jeden Fall so, dass es wichtig ist, zuerst die von unten alle zu stärken. Also dass auch zum Beispiel in den kleinen Gremien, zum Beispiel in den Fachschaften und so weiter, dass die aktiv sind und auch schon stark aufgestellt sind, weil so kann zum Beispiel auch nur der Astra und so weiter funktionieren, wenn die Fachschaften überhaupt stark sind. Und da ist immer die Frage, was ist am sinnvollsten, bottom-up oder top-down? Wenn man sagt, okay, top-down, man führt einen Vizepräsidenten, also studentischen Vizepräsidenten ein. Aber ich bin ehrlich gesagt auch da ein bisschen überfordert, ja. Also ich dachte mir gerade, okay, studentischer Vizepräsi ist ja kein Kollektiv, sondern eine Person erstmal. Das ist vielleicht noch ein Amt, was wir irgendwie noch bewältigen können. Und ansonsten stimmt es, glaube ich, bei anderen Strukturen, dass sich viele Austausch- oder Koordinationsebenen ergeben, wo ich eben darauf achten oder wo darauf geachtet werden sollte, dass die Studierenden, nicht immer die gleichen Studierenden, dann überredet werden, da mitzukommen, geradezu als Feigenblatt manchmal, sondern dass da das vielleicht berücksichtigt wird. Aber studentische Vizepräsi wäre meines Erachtens, wie ich eigentlich schon gesagt habe, wegen der Kommunikationshierarchie, weil die dann aufgelöst wird, schon ein Mehrgewinn, den wir, glaube ich, gerne entgegennehmen würden. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall bis zu diesem Punkt. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam abmoderieren muss, auch wenn man mir kein entsprechendes Zeichen gegeben hat. Aber ich habe noch 5 Minuten. 5 Minuten, hervorragend. Das ist vielleicht noch genug Zeit, um dem Ganzen so ein bisschen so ein Hütchen aufzusetzen. Wir sind ja jetzt auch vielleicht zum Abschluss, ist ja auch die Frage, wie können wir Partizipation in Hochschulen schaffen, die auch tatsächlich nachhaltig ist, die nicht zu Selbstausbeutung führt, die nicht dazu führt, dass wir Generationen von StudierendenvertreterInnen verbrennen. Denkt ihr, es gibt da auch auf Ebene der Hochschulleitung etwas, was getan werden kann, um das zu tun? Meiner Meinung nach ist es vor allem wichtig, einen Austausch mit den Studierenden gerade zu kommen. Also direkt sagen zum Beispiel der Dekan oder der Rektor geht zu den Studierenden hin und sagt, okay, was kann die Hochschule denn für euch genau tun, dass ihr mehr teilnehmen würdet? Was sind gerade die Hürden? Weil bei jeder Hochschule ist es natürlich auch anders. Und dass man da einfach nochmal in ein Gespräch mit denen kommt. Und das kann natürlich auch hochschulweit sein, also auch in anderen Gremien, zum Beispiel auch bei der Hochschulrektorenkonferenz etc. Und dass dann die Studierenden auch einfach mal sagen können, wo drückt gerade der Schuh, und dass die dann zusammen an der Lösung arbeiten, weil, wie gesagt, jede Hochschule ist einfach individuell. Ja, also ich würde sagen, also was vielleicht aktuell sogar die Praxis ist, dass es dann nicht mehr ausreicht, sich einmal pro Semester oder einmal pro Jahr so auszutauschen und dann die Ergebnisse so semi festzuhalten und dann in die Runde weiterzugeben, sondern dass es dann wirklich, was wir jetzt auch in Potsdam fordern werden, da Stellenbedarf irgendwie an zentraler Universitätsleitung zum Beispiel, die sich stärker um Partizipations- und Engagementförderung kümmern, so ähnlich wie es vielleicht dann mit Vizepräsidenten, also das ist komisch, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht immer das Gleiche sage, aber studentischer Vizepräse könnte genau das erfüllen, aber unabhängig davon wäre es vielleicht auch noch angebracht, dass generell die Partizipation, die wir ja auch für Kursevaluationen, Umfragen etc. brauchen, die ja nicht nur die Studierenden betreffen, dass wir dafür eine zentrale Stelle haben, die das im Auge behält, und dafür könnte ich dann eben eigentlich einen ähnlichen Prozess entwickeln, wie es vielleicht bei Audits der Fall ist, oder dass ich das in Entwicklungspläne der Universität wirklich explizit aufnehme, damit das sich ständig weiterentwickelt und nicht über Jahre immer wieder die gleichen Probleme genannt, aber nicht bewältigt werden. Marie, möchtest du noch was ergänzen? Zu den Punkten, die bisher gesagt wurden, nicht. Ich schließe mich da eigentlich an. Ich glaube, ich würde insgesamt vielleicht auch ein bisschen pessimistischer auf das Ganze blicken, auch wenn das nicht unbedingt dem Spirit jetzt der Podiumsdiskussion entspricht, nehme ich an. Genau, also ich glaube, was insgesamt noch nötig wäre, wäre einerseits was gegen die Prekarität von Studierenden zu tun und vielleicht doch nochmal die professorale Mehrheit zu überdenken. Aber das ist ja auf ganz hoher Ebene beschlossen. Ja. Gut. Ja, diese professorale Mehrheit in Frage zu stellen, ist ja auch ein Punkt, den Kevin in seiner Präsentation angesprochen hat tatsächlich.
Vielleicht kannst du, Marie, sagen, aus deiner Sicht, was würde sich denn dadurch verändern? Also wenn ich auf meine Erfahrungen im Senat auch zurückblicke an der Uni Bamberg, es wurde meine Stimme und die meines damaligen Mitsenators sehr, sehr gerne gehört. Aber es war mehr so eine beratende Funktion. Und wenn ein Mensch mehr Stimmgewicht hat, dann ist es auch möglich, sehr, sehr viel Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das wiederum, wenn dann auch Ergebnisse sichtbar werden, die im Sinne der Studierenden getroffen werden, könnte auch dazu führen, dass die studentische Partizipation deutlich zunimmt, wenn nämlich ein Effekt des ehrenamtlichen Engagements sichtbar wird. Genau, also wenn ich dich paraphrasieren müsste, mehr echtes Engagement und weniger Scheinpartizipation, weil die Scheinpartizipation ist da, wo sich die Studierenden ausbrennen. Okay, gut, dann habe ich das korrekt verstanden. Vielen Dank an meine Gäste auf der Bühne und im Cyberspace. Vielen Dank an Kevin für den wunderbaren Lightning Talk. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben festgestellt, es fehlen konkrete Anreize für Studierende, sich zu engagieren, zusammen mit einer Ausgangssituation, die dem nicht förderlich ist, Zeit aufzuwenden für das Ganze. Das bedeutet, Anreize zu schaffen ist wichtig und darüber nachzudenken, wie man mehr Wertschätzung bringt für die Arbeit, die Studierende täglich aufwenden, um ihre Hochschulen zu einem besseren Ort zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich hatte mir tatsächlich noch ein bisschen aufgeschrieben, was ich jetzt sage, um das Ganze zusammenzufassen, aber es ist jetzt überflüssig geworden. Also vielen Dank. Und